Hi, ich bin's wieder, Chris. Und danke erstmal für dein Abo, Nekora. Cool, dass du dabei bist. Ja, wir hatten ja im letzten Video mein YouTube-Video in viele Facebook-Gruppen gepostet, um halt zu gucken, ob sich das lohnt und ja, wie viele Aufrufe wir dadurch mehr auf das YouTube-Video bekommen. Ja, und ich will mir jetzt mal mit euch die Ergebnisse angucken. Und ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Ja, erstmal bei Facebook haben wir einige Benachrichtigungen bekommen, also einige haben auf unsere Posts in den Gruppen auch ja, reagiert und hier kommentiert oder halt geliked. Und das ist natürlich schon mal cool, um zu sehen, dass es Leute ja, gesehen haben und auch darauf reagieren und es auch einigen gefällt. Und dann gucken wir jetzt uns die Analysen von dem Video an, was wir reingepostet haben. Das war ja dieses hier, die Top 4 Affiliate-Netzwerke in Deutschland. Ja, und hier fällt erstmal auf, ist mir direkt hier in der Übersicht aufgefallen, am 3. Mai, wo wir das Video in den Facebook-Gruppen gepostet haben, sehen wir ganz klar einen stärkeren Anstieg von den Aufrufen. Und wenn wir jetzt mal genauer reingehen bei der Reichweite und dann bei den externen Zugriffsquellen, dann sehen wir hier schon, dass 61,5% der Leute, die extern auf das Video kamen, von Facebook kamen. Und im letzten Video sieht man ja, dass es hier bei Facebook noch 0% waren. Also es kam schon mal welche auf jeden Fall über Facebook auf unser Video. Wie viele jetzt genau, gucken wir uns jetzt an. Und jetzt sehen wir hier, dass wirklich 8 Aufrufe über Facebook kamen, also über unsere Posts aus den Facebook-Gruppen. Ja, also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall für kleinere Kanäle, die immer nur so ja, 100 Aufrufe oder so machen. Dann lohnt sich diese 10 Minuten. Das hat man ja im letzten Video gesehen. Es hat nur 10 Minuten gedauert, in die ganzen Facebook-Gruppen das Video reinzuposten. Ja, für 10 Minuten Aufwand, da circa 10 Aufrufe mehr, lohnt sich sicher schon. Hier ist natürlich auch noch mehr drin. Ja, aber wenn man jetzt natürlich schon einen größeren Kanal hat und irgendwie immer so 1000 Aufrufe auf seine Videos macht, ja, dann lohnt sich es nicht mehr wirklich, diese paar Aufrufe dafür dann 10 Minuten Zeit zu investieren. Da lohnt sich es dann mehr, die 10 Minuten Zeit schon wieder in ein neues Video zu investieren. Ja, das ist so mein Fazit daraus. Ja, wir werden es, also ich gebe mich jetzt damit aber noch nicht zufrieden, weil ich hatte es ja schon angekündigt im letzten Video. Ich will noch eine Sache austesten. Ey Paul, danke für dein Abo, gerade neu dazugekommen. Schön, dass du dabei bist auch. Ja, einige neue Abos sind auch dazugekommen. Da kann ich es aber nicht ganz genau nachvollziehen, wie viele da jetzt durch die Facebook-Gruppen kamen, aber schon auch ein Anstieg. Und zwar wollte ich ja noch gucken, ob wir vielleicht sogar ja mit noch weniger Zeitaufwand genauso viele Aufrufe über die Facebook-Gruppen mit unserem YouTube-Video machen können oder vielleicht sogar noch mehr Aufrufe. Und das probieren wir jetzt mal noch aus. Und zwar, indem wir einfach nur den Videolink reinposten, ohne noch was dazu zu schreiben an Text in die Facebook-Gruppe. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, die Leute in den Facebook-Gruppen klicken auf den Link von unserem YouTube-Video und wenn sie auf unseren YouTube-Video-Link klicken, dann klicken sie natürlich auch auf andere Links. Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, bei Facebook-Gruppen auch Affiliate-Links zu posten und auch Affiliate-Einnahmen zu generieren. Ja, das lernt ihr zum Beispiel in der Geldmaschine 3.0, die ich ja hier auch selbst habe und die ich auch bald noch machen werde. Ja, ich hatte den Vorgänger, Geldmaschine 2.0 schon gemacht, da konnte ich auch über Facebook-Gruppen Affiliate-Einnahmen erzielen. Ist eine weitere Strategie, die ganz gut funktioniert. Hier seht ihr es, bei Punkt 6 habt ihr die Facebook-Strategie, da lernt ihr das, wie ihr das macht mit den Facebook-Gruppen und den Affiliate-Links und damit eben Affiliate-Einnahmen erzielen könnt. Ist eine ganz coole Sache, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ja, dann gehen wir jetzt rein und führen das Experiment also noch eine Stufe weiter. Ja, dafür nehme ich jetzt diesmal dieses Video hier, hat aktuell 95 Aufrufe. Wir gucken uns dann in den Analysen dann beim nächsten Mal dann auch wieder hier die externen Zugriffsquellen an und gucken, wie viele da über Facebook kamen. Ja, kopieren wir uns jetzt den Link und dann tue ich den jetzt in die ganzen Facebook-Gruppen hier eben reinposten, die natürlich wieder zu meinem Thema Affiliate Marketing passen, eben zu meinem Kanal. Also, bis gleich.
So, alle Facebook-Gruppenposts sind jetzt raus. Ja, es hat diesmal sogar noch 5 Minuten gedauert, weil ich mir natürlich jetzt nicht noch einen guten Text überlegen musste. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir damit diesmal für ein Ergebnis erzielen werden, jetzt mit dem anderen Video. Und ja, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare rein, ja, was ihr vom aktuellen Ergebnis haltet, was ich euch eben gezeigt habe. Und ja, ob ihr das für euch jetzt auch eine gute Möglichkeit findet, um mehr Aufrufe für eure YouTube-Videos zu bekommen. Oder ja, vielleicht habt ihr da auch noch Verbesserungsvorschläge, wie man da noch mehr rausholen könnte. Ja, guckt euch auch gerne ja, meine Affiliate-Experimente-Playlist hier auf YouTube an. Verlinke ich euch beim i und in der Videobeschreibung. Da gibt es dann eben ja mehr solche Experimente im Affiliate-Marketing, um da eben ja einfach so interessante Sachen auszutesten, die ihr oder die ich schon immer mal wissen wollte, um sich da halt auch noch weiter zu verbessern und mehr Möglichkeiten zu haben. Ja, ich verlinke euch auch noch meine 7 Instagram-Glitches in der Videobeschreibung und beim i, um halt ja mehr Aufrufe, Follower, Likes, Kommentare und auch Verkäufe auf Instagram zu erzielen. Gebe ich euch da Tipps und Tricks und auch noch Boni dazu. Und da bekommt ihr meine Erfahrung aus über 5 Jahren Instagram. Ja, das Ganze kriegt ihr als ein von 11 Boni zu meinen 3 Online-Kurs-Booster dazu und schaltet dann somit hier unser Affiliate-Trainingslager frei, wo ich für uns dokumentiert habe, was mir geholfen hat, von 0 auf 10 bis 60 € und mehr am Tag an Provision als Affiliate zu kommen. Ja, schaltet die ganzen kleinen Kurse hier frei. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und ja, bin schon gespannt aufs nächste Mal, wie dann das Ergebnis aussehen wird. Also bis dahin, ciao, ciao, euer Chris.